kommen noch mehr von denen. Okay, ich kümmere mich drum. Halt du hier weiter die Stellung. Ach du, Action-Film in Minecraft mit richtiger Action-Szene, also so eine Kampfszene. Das ist so unglaublich schwer, sowas umzusetzen. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft und herzlich willkommen zu einer wirklich ganz besonderen Einsendung. Leute, schnappt euch mal Kopfhörer, falls ihr sie habt, und setzt sie euch auf, denn heute gibt's was nicht nur auf die Augen, sondern auch auf die Ohren. Wir befinden uns in einer Einsendung, die wir schon ein paar Mal vorgestellt haben, die sich immer weiterentwickelt, und beim letzten Mal sind mir die Augenbeine rausgefallen, als ich gesehen habe, dass es einen Film gibt, einen echten Kinofilm, der in dieser Einsendung läuft, und der Entwickler, Herr Richterlich, hat mir gesagt, dass er einen neuen Film gemacht hat, hatte mir sogar unterm Tisch noch ein paar Synchronanfragen geschickt und ich habe da irgendwelche Sätze eingesprochen und ich kann mich an diese Sätze ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, aber jetzt gleich sehen wir, was aus diesen Sätzen passiert ist, glaube ich zumindest, oder? Ich weiß nicht, ob das schon das fertige Kino ist, aber jetzt alles der Reihe nach. Willkommen, liebe Leute, zu Folge 117 eurer Einsendung. Ja, echter Film in Minecraft mit THC-Fortsetzung, also es geht heute tatsächlich um den Film. Jetzt bin ich richtig gespannt. Eingesendet von Richterlich, gebaut dran haben die drei Leute, die in der Videobeschreibung findet, Richterlich, The B-Gamer und Backlight. Das hier sind Custom Models. Ich finde es gerade echt krass, dass wir ein LKW und ein Auto als Custom Model Minecraft haben. Das sieht auch noch gut aus. Willkommen in Red City. Wir sehen hier eine schön gestaltete Lobby. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und hier haben wir die Währung des Landes. Wir haben die Minecoin, die 10 Minecoins und die 100 Minecoins. Was haben wir auf der anderen Seite Schönes? Wir haben Performance, das lassen wir alles, ne? Auto-Animation. Natürlich wollen wir eine automatische, eine Auto-Animation, also eine Brumm-Brumm-Animation. Gut, Resource Pack ist geladen. Was soll ich noch sagen? Voice und Stimme soll ich auf 100% machen. Ist so, okay. Resource Pack dazu, Download findet ihr in der Videobeschreibung, wenn ihr euch das gerne selbst mal angucken möchtet. Was war das denn? Wie komme ich jetzt die Red City rein? Die erste Frage. Wahrscheinlich, ja, hier, ne? Info ist klar, oder? Oh! Moin und damit herzlich willkommen in der Red City. Sorry fürs kleine Erschrecken, aber hier, da niemand gerne liest, ein kurzer Infoguide über dieses Projekt. Und als allererstes will ich mich bei ein paar Personen bedanken, die mir bei diesem Projekt helfen. Einmal bei The Big Gamer, der mir bei Command-Block-Techniken hilft, und einmal bei Blacklight, der mir beim Design der Stadt hilft. Und dann möchte ich mich noch bei The Joecraft und 37 Meliodas bedanken fürs Synchronsprechen in dem Film Ain und Ain 2. Und ja, einmal über die Stadt an sich. Eine kleine Entwarnung an jeden Streamer und YouTuber, der sich das Ganze live oder in Videos anschauen möchte. Die ganze Musik, die in dieser Stadt verwendet wird, wird entweder von mir selber produziert oder aus der YouTube-Library genutzt. Und ja, ansonsten verfügt die Stadt über ein komplett funktionierendes Straßensystem mit fahrenden Autos, schaltenden Ampeln, wo die Autos auch wirklich stehen bleiben können. Vielen Dank nochmal an B-Gamer an dieser Stelle. Und ja, über Bushaltestellen gelangt man in ein Schnellreisezentrum. Von dort aus kann man sich in jeden beliebigen Stadtteil teleportieren lassen. Alles Wichtige dazu ist aber nochmal in diesem Buch hier aufgeschrieben. Es ist aber noch sehr viel in Planung, so viel, dass es nicht mal in eine YouTube-Beschreibung passt. Und ja, an dieser Stelle würde ich dann einfach mal sagen, ich verabschiede mich und wünsche viel Spaß beim Erkunden der Stadt. Ich stehe auf Qualität, Leute, ne? Das ist allein schon die Eröffnung, die Begrüßung hier mit den Cuts, mit den Animationen, mit dem Timing. Ja, ich bin gespannt. Auch hier Namen, weitere Namen bekannt. Ja, dann eigentlich go, ne? So, wir sind angekommen in der Stadt der Städte. Rido! Knopf drücken für... Genau, der Bus hier. Oh mein Gott, schaut euch die Autos an! Jusch! Wir wollen eigentlich nur ein Kino uns angucken, aber holy sch**! Die Dinger fahren! Und das sind Animationen! Oh, ich bin im Traum. Stausimulator 2020. Oh mein Gott. Okay, dann lass uns mal in den Bus gehen. So, wir kommen Schnellreisezentrum. Ich möchte eine schnelle Reise zu dieser heißen Casino, habe ich gerade Casino gedrückt? Wahrscheinlich, weil das Casino in der Nähe von dem Kino war. Nein. Wir sprinten durch die Red City. Es gibt hier so viel zu erkunden. Das Cinema. Cinema. Okay. Und wir sehen,
Wir haben Abenteuer im Nether 2. Overworld. Oh mein Gott. Das ist die Fortsetzung, die wir uns jetzt angucken, ne, Leute? Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, es geht es jetzt direkt weiter. Statt der grünen Rundführung Abenteuer im Nether. Abenteuer im Nether. Wo ist ein Abenteuer im Nether 2? Da ist Abenteuer im Nether 2. Okay. Pass auf. Wir machen Folgendes, ja? Ich kaufe mir. Warte, wie war es nochmal? Wie teuer ist das Kino? Was sind die Preise hier? Keine Ahnung. Ihr macht so gutes Programm. Shut up and take my money. Und ich will Abenteuer im Nether 1 auf jeden Fall einmal haben. Habe ich das jetzt? Ah, da. Wunderbar. Perfekt. Und? Shut up and take my money. Ich möchte gerne das haben. So. Und wir gucken uns jetzt einmal den ersten Film an und dann den zweiten Film an. Das heißt, wir machen heute einen richtigen Kinoabend, liebe Leute. Also holt euch Popcorn, lehnt euch zurück. Der erste Film war schon ziemlich cool. Aber ehrlich gesagt, weiß ich gerade gar nicht mehr zu 100%, was im ersten Teil alles passiert ist. Deshalb schauen wir uns den ersten Film an. The Mad Scientist ist hier. Abenteuer im Nether, Abenteuer im Nether 2. Ich verstehe. Ah, okay. Nee. Ach so, ich glaube, es kommt darauf an, welches Ticket ich hier einlege, oder? Ja. Okay, das heißt, wir legen jetzt erst das erste Ticket ein. Ich hoffe, dass ich es nicht breake. Los geht's. So. Tacken schneller darf es gerne sein. Gut, gut, gut. Müssen wir auch irgendwas hier drücken zum Starten? Da war mal, glaube ich, ein Knopf oder so. Kein Plan. Okay, ich bin ganz Ohr. Oder, da, doch, ich muss was drücken. Ich erinnere mich, da war was. Okay, drücke und. Aha. So, der erste Film. Diese Legende erzählt die Geschichte von zwei Forschern. Diese haben in einer alten Ruine, welche, so erzählt man sich, das Versteck einer Hexengemeinschaft war, eine merkwürdige Aufstellung aus unbekannten schwarzen Steinen gefunden. In der Nähe lag eine verkohlte Schriftrolle. Die Wörter waren verschlüsselt, doch mit Büchern und Aufzeichnungen konnten sie ein paar Wörter entziffern. Sie lasen die Wörter Portal, andere Dimensionen und Feuer. Die Forscher wollten unbedingt wissen, worum es sich handelt. So bereiteten sie sich auf das Abenteuer vor, welches ihr schlimmster Albtraum werden sollte. Ich mach nichts, ne? Das ist jetzt Kamerafahrt in Minecraft. So, okay, soweit ist alles vorbereitet. Es kann bald losgehen. Josef, hast du alles? Ja, ich habe alles, was wir brauchen. Es kann losgehen. Na, seht ihr's? Das war der erste Film, ne? Den kenne ich schon, aber wie gesagt, allein schon, das ist schon cool. Und wie cool wird dann nur der zweite Film? Zwei Forscher auf dem Weg in eine unbekannte Zukunft. War nicht Musik hier im Hintergrund? Hier ist es, komm, hilf mir. Okay, warte. Steige auf meinen Rücken und gucke, ob du von dort aus oben an die Kante drankommst und dich hochziehen kannst. Bin oben hier. Nimm meine Hand. Und, ja, okay, gut. Die gute alte Räuberleiter. Es ist dunkel. Oh, so langsam wird's echt dunkel. Da wir ja beim letzten Mal festgestellt haben, dass hier unten keine elektronischen Dinge funktionieren, habe ich uns einfach mal Fackeln mitgebracht. Hier, bitte sehr. Ah, danke. Ich glaube, da vorne ist es auch bereits. Die Forscher erkundeten weiter einen Raum, als plötzlich... Ah, au, heiß. Verdammt, jetzt ist mir die Fackel runtergefallen. Was hast du getan? Nix. Das Feuer der Fackel muss das verursacht haben. Was meinst du? Sollen wir durchgehen? Josef nickte, ohne etwas zu sagen. Und die Forscher betreten das Portal. Auf der anderen Seite des Portals angekommen, waren sie wie eingefroren und starrten fassungslos in die neue Welt. Was ist das für eine Welt? Sind wir jetzt gerade auch echt in der Hölle? Ich glaube, wir sind in der Hölle gelandet. Die Forscher bemerkten nicht, dass sich von hinten ein Geist näherte. Als dieser einen lauten Schrei von sich gab und eine Kugel aus Feuer auf sie zuschoss, konnten sie nur knapp ausweichen. Allerdings traf die Kugel das Portal und zerstörte dieses. Nein, verdammt, jetzt sitzen wir hier fest. Josef, pass auf, es kommt noch einer. Ah, oh, ah, Mann, Hilfe! Halte durch, ich komme. Ah, okay, so,
Ist alles okay? Ja, bei mir ist alles gut, aber ich glaube, ich habe eine Idee, wie wir das Portal wieder einschalten. Schau mal, die Kugel, die verursachen ein Feuer, wo sie einschlagen. Damit könnten wir es anzünden. Gute Idee. Hier, ich habe aus Sicherheitsgründen Schwerter eingepackt. Vielleicht helfen die uns. Ich meine, wenn wir im richtigen Moment die Feuerkugeln treffen können, dann könnten wir sie vielleicht umlenken und somit das Portal wieder einschalten. Okay, riskant, aber wir haben keine andere Wahl. Dann los. Ja, der hat getroffen, das Portal ist an. Los, schnell! Wow. Die Forscher rannten durch das Portal und waren sicher. Dachten sie. Oh, und da ist der Cliffhanger. Und wegen dieses Cliffhangers konnte ich jetzt die letzten 5 Wochen nicht mehr schlafen, Leute. Und jetzt ist es endlich soweit. Jetzt habe ich das Abenteuer Nether 2 Overworld Ticket. Und bin natürlich äußerst gespannt, mir jetzt die Fortsetzung anzuschauen. Oha, wenn große Filme anstehen, mache ich das tatsächlich im echten Leben auch gerne. Ich weiß noch, als Endgame rauskam, hatte ich mir Infinity War nochmal am Abend zuvor reingezogen, einfach um den perfekten Anschluss zu haben. Den haben wir jetzt! Also los geht's! Oh, wir werden in einen anderen Saal teleportiert. Oh, oh, jo, 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 die Fortsetzung! Darauf haben wir alle so sehr gewartet. Meine Damen und Herren, Sichtweite mindestens 15. Ja, los geht's. Ich bin leise. Ich weiß ab jetzt nicht, was uns erwartet. Die Forscher rannten durch das Portal und waren sicher, dachten sie. Was auch immer das war, ich bin froh, dass wir es heil überstanden haben. Ja, da hast du recht, aber wir können das Portal nicht so da stehen lassen. Am besten wir zerstören es. Das ist eine gute Idee. Ich hole unser Equipment und dann müssen wir so schnell wie möglich zurück zur Höhle. So, hier, bitteschön. Dann los geht's. Oh, ist das gut gemacht. Wieso ist das Portal an? Ich habe doch mehrfach nachgeschaut, bevor wir gegangen sind, ob es auch wirklich aus ist. Psst. Hörst du das? Pass auf! Oh, wie cool. Nach 5000 Jahren bin ich endlich frei. Und ihr wart diejenigen, die mich freigelassen haben, nicht wahr? Also, bin ich gnädig und lasse euch leben. Hä? Leben lassen? Wer bist du und was meinst du? Mein Name ist Hugoin und was ich damit meine, ist, dass ich euch verschonen werde, solange ihr euch zu meinen Angelegenheiten raushaltet. Also, lasst auch Chance und verschwindet von mir. Raushalten? Aus was? Ihr geht mir auf die Nerven, verschwindet oder ich zähle mein Angebot zurück. Erst sagst du uns, was du vorhast. Ich werde eure Welt übernehmen, so wie es vor 5000 Jahren hätte sein sollen. Aber da die Hexen mich verbannt haben, konnte ich meine Pläne nie verwirklichen. Aber ihr habt mich befreit, also nutzt jetzt eure Chance und verschwindet von hier. Tut mir leid, aber das können wir nicht zulassen. Falsche Entscheidung. Oh oh. Nachdem, was Joe und Richterlich erlebt haben, gingen sie erstmal in ihre Heimat zurück und besuchten dort die Dorfkneipe, um bei einem kühlen Getränk mehr über diesen Hiobwine herauszufinden. Ist er jetzt gekratzt, oder? Oh, wie cool. Ja.
gibt es doch nicht. Nicht mal im Internet gibt es etwas über diesen Hero-Boyen. Wir müssen was tun. Wir können das nicht zulassen. Ja, du hast recht, aber wie wollen wir ihn finden? Ich weiß nicht. Habe ich richtig gehört? Ihr redet über Hero-Boyen. Ja, wieso? Weißt du etwas über ihn? Zu Hause habe ich alte Aufzeichnungen, die berichten über einen dunklen Magier. Wenn das der ist, über den ihr Informationen sucht, kann ich euch helfen. Meliodas muss immer den Barkeeper spielen. Dann viel Erfolg! In meiner Map spielt auch den Barkeeper. Mit den Aufzeichnungen, die sie von Meliodas bekommen haben, versuchten die Forscher mehr über diesen Hero-Boyen herauszufinden und wie sie ihn besiegen können. Interessant. Laut diesen Aufzeichnungen soll in den Bergen sowas wie eine Festung versteckt sein, wo er sich wohl früher eine Armee aufgestellt haben soll. Aber genau in dieser Festung soll er dann auch von der Hexengemeinschaft, der das Versteck in der Höhle gehört hat, besiegt worden sein. Dann schlage ich vor, dass wir da vielleicht als erstes suchen. Ich könnte wetten, dass er dasselbe versuchen wird wie früher. Okay, ich versuche irgendwelche Anhaltspunkte zu finden, wo genau diese Festung ist. Gut, mach das. Und ich werde uns in der Zeit vernünftige Ausrüstung besorgen, dass, wenn wir ihn finden sollten, auch vernünftig ausgestattet sind. Jo. Joe und Richterlich machten sich auf den Weg, die Festung zu suchen. Doch als sie gefunden haben, war es bereits zu spät. Oi. Schau mal hier, hier scheint es zu sein, aber was sind das für Gestalten da im Eingang? Ich weiß es nicht. Es sieht aus wie ein Schwein, nur in der Gestalt eines Menschen. Okay, pass auf, ich versuche sie abzulenken und dann schleichen wir uns so schnell wie möglich rein. Hier in Deckung. Okay, sei vorsichtig. Oh, wie cool! Okay, schnell. Sie sind abgelenkt, aber leise. Oh, was für eine aufwendige Kamerafahrt. Achtung! Oh, verdammt! Verdammt! Wie habt ihr mich gefunden? Das ist unwichtig. Viel wichtiger ist, dass wir dich aufhalten werden und dich dahin zurückbefördern, wo du herkommst. Das habt ihr euch so gedacht. Ist das krass gemacht. Wow. Pass auf, da kommen noch mehr von denen. Okay, ich kümmere mich drum. Halt du hier weiter die Stellung. Wir haben es geschafft. Oh. Okay, gute Arbeit. Das sollte es gewesen sein. Schau mal, was ist das denn? Oh. Wow. Oh, bravo. Applaus. Wow. Wow. Ich glaube, da kommt noch ein dritter Part, Leute, wenn ich das so richtig sehe. Ach du, Action-Film in Minecraft mit richtiger Action-Szene, also so eine Kampfszene.
Das ist so unglaublich schwer, sowas umzusetzen und auch gut umzusetzen. Normalerweise ist es ja immer, wenn man das in Minecraft macht, irgendwie so cringe. Aber das war überhaupt nicht cringe. Das kaufe ich total ab. Das war wie ein echter, richtiger Film. Also das Erlebnis gerade, vor allem ihr seid ja so drin in Minecraft, das war so unglaublich gut. Jetzt schreibt mal bitte in die Kommentare, Leute, was ihr davon haltet. Wie findet ihr den Film? Wie hat er euch gefallen? Link zu Richterlich und sein Tun findet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Mehr als nur empfehlen kann ich euch dort auch ein Abo dazulassen. Es ist sehr, sehr, sehr gut, was er hier gemacht hat. Ich habe mir den Herrn Richterlich ausgeborgt für mein neues Projekt mit der Adventure Map. Dort wird er ein bisschen mithelfen und im Rotstadtpark werden wir bald auch Film machen. Und ich glaube, liebe Leute, es ist keine schlechte Idee, den Richterlich dazu zu nehmen, denn dann wird der Film auch entsprechend gut. Ich freue mich jetzt auf den dritten Teil. Bin natürlich sehr, sehr gespannt. Das war äußerst gut gemacht. Und ist definitiv ein Highlight an Einsendung, das ich mal wieder vorstellen durfte. Ganz großes Dankeschön dafür. Und meinen tiefsten Respekt für diese Glanzarbeit. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald und ciao, Leute.